Grüß euch! Herzlich willkommen zum 11. Teil über den Bau meiner kleinen CNC-Drehmaschine. Wie man sieht, sind mittlerweile alle mechanischen Elemente fertig und eben auch die ganzen Anbausets für die Motoren. Das heißt, der Querschlitten ist fertig und eben auch hinten der zweite Querschlitten, der was bei mir eben die Bohrfunktion bzw. die Funktion hat, dass er gewisse Werkstücke eben nachziehen kann. Weiter, es ist die Drehspindel fertig mit der Aufnahme. Das war ja ich eben heute sagen, wie ich das Ganze gemacht habe. Da habe ich mich sehr eben an die alten MK-Aufnahmen orientiert, die was es früher gegeben hat, nur eben mit einem größeren Durchlass. Das Spindelgehäuse habe ich auch noch einmal überfräst, damit die eben die Optikplatten, die vordere und die hintere, nach einem schönen Plan zu montieren kann. Die China-Spindel, die was viele von euch, also besonders die Patrons, die was eben meinen Kanal unterstützen, gekauft haben, die habe ich ebenfalls überarbeitet und das wollen wir heute Abend so ein bisschen durchgehen, was man da machen kann und da wie die innen aufgebaut ist. Und zum Schluss zeige ich euch nachher noch ein bisschen, was ich für eine Bauteile bestellt habe für die Steuerung. Weil das Ganze will ich eigentlich relativ simpel zusammenbauen, sodass man mehr oder weniger sehr wenige Arbeiten hat oder sehr wenige Lötarbeiten hat. Obwohl man da eigentlich eine Maschine hat, weil wenn man sieht, man hat da zwei Achsen, man hat hinten für den Reitstock zwei Achsen, nur braucht man eben eine Achse für Werkzeugwechsler. Und weil ich eben vorhab, da als Antriebsspindel einen 1 kW Servomotor zu verwenden, braucht man eben für die Antriebsspindel auch noch eine zusätzliche Achse. Das heißt, insgesamt ist man dann auf 6 Achsen. Ja, und so wie immer, noch ein Intro. Schauen wir uns an, was ich da wieder zusammengepfuscht habe. Ja, zuallererst muss ich mich einmal entschuldigen, weil ich genau weiß, dass das Video wieder sehr lang sein wird, aber mir ist lieber, wenn ich auf gewisse Dinge ein bisschen genauer eingehe, besonders eben auch für die Leute, die was die Maschinen nachbauen wollen, damit ihr einmal seht, was da eigentlich dahinter ist. Sind die Teile schwierig, sind die Teile leicht? Damit ihr nachher nicht irgendwann einmal frustriert seid und nachher sagt, okay, das ist, ich habe mir zwar die ganzen Sachen gekauft, aber ich schmeiß das hin, weil ich die Teile einfach nicht bauen kann. Das ist auch der Grund, warum das waren auch meine Patrons wissen, die waren sich ein bisschen wundern, weil die Drehspindel, die was ich da verbaut habe, ganz anders eben ausschaut, als wie die Drehspindel, die was ich auf meinem Patreon-Account eben vorgestellt habe. Das ist genau der Grund, und zwar hat einer
eben diese Maschinen hochgebaut, eben auch mit dem Spindelstock. Und die ist nachher draufgekommen, dass seine Drehbank einfach für die Spindel zu klein ist. Das heißt, er hat sie nicht ausgeladen. Er wollte aber die Maschine eben nur als Drechselmaschine verwenden, hat da relativ großes Außengewinde gehabt, also auch im 36, und das hat einfach seine China-W-Maschine nicht erbockt. Dann habe ich gesagt, bevor er jetzt irgendwie frustriert ist, drehe ich ihn die Spindel aus. Die ist auch ein bisschen anders aufgebaut, also wir haben das Ganze nachher eben mehr für Holzbearbeitung gemacht. Das heißt, er hat da eine ganz andere Lichtfläche oder ganz einen anderen Wellenlichtring. Also ich habe einen Wellenlichtring, der was eben in einem Blechgehäuse ist, damit eben die Hasenspäne diesen Wellenlichtring eben nicht kaputt machen. Und zusätzlich habe ich eben die Lauffläche da bei mir noch mit einem Speedy Slave ausgestattet. Das bedeutet, ich kann das Ganze auch, wenn das durch den Wellenlichtring verschließen ist, wieder wechseln. Bei ihm haben wir es anders gemacht. Er hat eben die Möglichkeit, dass er die Welle Komoxid beschichtet und danach eben schleift. Und dafür haben wir nachher in dem Bereich zwar nur einen normalen Gummiwellenlichtring verbaut, aber halt einen doppelten, weil eben diese Holzspäne doch ein bisschen feiner sind und es deshalb sein kann, dass er eben da ein Problem kriegt, dass diese Holzspäne irgendwann einmal zu die Kugellager reinkommen. Ich habe schon einmal ein Video drüber gemacht. Ich sehe da im Hintergrund fährt mein Robi. Ich hoffe doch, das stört euch nicht. Wie ich diese Spindel eben mit meiner MK Maximat Standard ausgedraht habe. Also es ist normalerweise auch mit einer China-Maschine kein Problem, wenn sie die dementsprechende Größe hat, zum Beispiel so ein Bernardo WQV oder so ein Optimum oder ein Paulimod, die was so eine Spitzenweite hat von einem halben Meter oder 700 mm, sodass man eben die Spindel schön spannen kann. Alunetten ist vom Vorteil. Wenn ihr euch das Video eben anschaut, wie ich die Spindel ausgedraht habe, dann haben wir gesehen, dass eben zuerst zentriert habe, dann bin ich sofort mit dem Reitstock zu und habe eben dann mit dem Reitstock die ganzen Arbeiten gemacht. Ich habe leider keine Lünetten und das hat aber trotzdem sehr gut funktioniert. Die Spindel, die was ich zuerst gemacht habe, eben für die Drechselmaschine, da habe ich eben auf eine größere Maschine gehen müssen, weil die einen größeren Durchlass hat und eine MK4-Aufnahme. Die Spindel, die was ich jetzt für mich gebaut hat, hat unter Anführungszeichen nur eine MK3 Innenaufnahme. Das heißt, ich kann nur ganz normal Bohrer und Fräse einspannen. Und hat eine Version, ja, das ist eigentlich so eine eigene Version von mir. Im Prinzip hat sie so eine ähnliche Aufnahme als wie früher die alten MK-Aufnahmen. Mit eben einem Sicherungsring. Das heißt, vorne ist eben ein Gewinde. Dahinter ist eben die Passung. Und für diese Futterflansche, da macht man nachher mit einer Sorge, also ich habe das ganz normal mit meiner Bandsaug gemacht, da macht man zwei Schlitze rein, dann hat man da noch so einen Sicherungsring und mit diesem Sicherungsring sichert man quasi nachher den Futterflansch, dass der, wenn man jetzt umschaltet von rechts auf links, eben nicht sich von selber überdreht. Bei der China-Drehspindel ist das Ganze eben so gelöst, dass das Ganze verspaßt ist. Das heißt, da kann man den Futterflansch eben leider nicht wechseln. Aber das habe ich eben eh schon bei den anderen Videos gesagt. Ich habe nachher eben den Futterflansch aus einem vernünftigen Stahl gemacht. Die Spindel ist aus 42 CRMO4. Die erste, was ich gemacht habe, war noch 38 CR. Das war eben für die Drechselmaschine. Ich habe dann aber doch einen Härtanstahl genommen. Von dieser Futterflansche habe ich zwei gemacht. Das heißt, ich kann ein Stahlbrockenfutter spannen. Und eben, wie man da sieht, das ist jetzt 5C-Futter. Das ist ein Futter eben für Spannzangen.
Das ist relativ günstig oder so wie relativ günstig aus China bestellt. Die Sponsoren, die habe ich auf eBay und auf Willhaben zusammengekauft. Das sind teilweise sogar MCO-Sponsoren, also haben wir sehr gute Qualität. Und dann habe ich eben das Ganze zusammengebaut. Wie gesagt, es ist sehr simpel aufgebaut, wenn man sich das Ganze anschaut. Hinten habe ich eben einen Antrieb, einen Zahnriemenantrieb. Dann habe ich eben die Spindelmutter. Dann habe ich auch Zwischenhülse, die habe ich ebenfalls aus China gekauft. Natürlich hätte ich sie auch bei mir ausrangen können, aber diese Zwischenhülse, die ist kertet und geschliffen. Und dadurch, dass dort bei mir im Hinterbereich eben auch ein Wöllendicht drin läuft, ist das natürlich noch ein Vorteil. Weil nachher dieser Verschleiß, den was der Wöllendicht drin verursacht, durch eine gehärtete Oberfläche und durch eine geschliffene Oberfläche wesentlich geringer ist. Dann habe ich das hintere Kegelrollenlager, was ich nachher eben mit diesem mit der Wöllmutter spannen kann. Also das ist wirklich eine vernünftige Wöllmutter. Dann geht es weiter zum Fuhrlandlagergehäuse. Die Lagergehäuse, das kennt ihr schon aus den anderen Videos, die sind eben auch aus Stahl außergedraht. Also die Kegelrollenlager, die sind nicht in diesem Aluminium-Gussgehäuse, sondern die haben jeweils zwei Stahlgehäuse, wo eben diese Kegelrollenlager vernünftig eingepresst sind. Wie gesagt, dann habe ich das vordere Kegelrollenlager mit dem Lagergehäuse. Im Lagergehäuse läuft nachher der vordere Wöllendicht drin. Dadurch, dass meine Maschine eben für Metallbearbeitung ist, ist die in einem Blechgehäuse dieser Wöllendicht drin. Das ist ein eigener Wöllendicht drin, der was eben für höhere Anforderungen geeignet ist. Eben auch für heiße Späne. Dann kommt der Futterflansch. Wie man sieht, da eben zusätzlich dann noch einmal mit einem Sicherungsring. Das ist ein Spornring, wo ich noch an diesem Futterflansch zusätzlich noch einmal auf die Passung eben aufpresse. Und dann habe ich eben oben das Futtergehäuse. Halt das Backenfutter. Ne? Wie man sieht, das Backenfutter habe ich derweil jetzt gleich einmal provisorisch so installiert, damit er so halbwegs was gleich schaut. Die Passung passt noch nicht, das heißt, da sind noch 4/100 drauf und die 4/100, die wollen nachher eben mit der Maschine fertig tragen, sodass eben das Backenfutter perfekt aufgepasst und eben auch nur ein paar Hundertstel bei der Planfläche übernehmen. Und dann habe ich quasi mit der Maschine die ganzen Toleranzen rausgenommen und das Futter läuft nachher eben perfekt. So viel eben zu meiner Spindel und zu meinem Futterflansch. Jetzt gehen wir einmal zur China-Spindel. Wie man sieht, die China-Spindel läuft natürlich wesentlich leichter. Meine läuft da schon ein bisschen schwerer. Ich meine, das ist sehr logisch, weil ich eben zwar Wöllendichtringe dazwischen habe, die auch eine gewisse Reibung erzeugen. Deshalb habe ich auch hinten noch an die Luftkühlung. Ist natürlich da ein gewisser Nachteil. Das heißt, ich kann da mit der Wöllmutter die Fuhrspannung einstellen, so wie es eben auch bei meiner MCO Maximat ist und eben auch bei vielen anderen Maschinen. Und da habe ich eben nur zwei Armfeuer Röhrenkurbellager, wo ich keine Fuhrspannung einstellen kann. Das heißt, ich habe so natürlich ein gewisses Spiel, weil ich ja da mit dieser Mutter, die was da dabei war, mit diesem Sicherungsring, eben nur jeweils die Innenringe verspannen kann und die Außenringe, die haben natürlich auch ein gewisses Spiel, sodass das eigentlich nur, wie soll ich sagen, ja, man hört es schon, sagen wir so, also man kann damit natürlich tragen, man kann auch rechseln, wenn man jetzt mit großen Bohrer und mit der Spindel bohren will, vor allem in Stahl, in Aluminium, hat das wahrscheinlich tadellos funktionieren. Dann kriegt man nur natürlich Belastungen auf die Lager, für das die Lager gar nicht gedacht sind, weil das sind keine Schrägkugellager oder Kegelrollenlager.
die was axiale und radiale Kräfte aufnehmen können, sondern das sind eben nur ganz normale Kugellager. Der Rundlauf passt, der Rundlauf ist sogar sehr gut von dieser Spindel in Kombination mit den Lager. Wenn man sich die Lager-Sitze anschaut, das ist ein bisschen sehr grob, ist wahrscheinlich davon geschuldet, dass man die Spindel vorgedraht hat. Dann hat man eben den Futterflansch aufgeschwarzt und dann das Ganze noch einmal nachgedraht und wahrscheinlich hat man da einfach zu wenig oben lassen, sodass man da eben so eine schlechte Oberfläche kriegt. Die Schwarznaht sollte man sich unbedingt anschauen. Also bei mir ist es so halbwegs vernünftig gemacht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Top-Schwarznaht ist, aber sie wird wohl reichen. Hoffen wir es halt. Die Sache hinten mit der Spindelmutter und mit diesem Sicherungsring. Also wenn man jetzt wirklich eine Fußspannung einstellen will, so wie unten bei meiner Spindel, dann ist das mit dem System natürlich sehr schwer zu realisieren. Aber im Prinzip dadurch, dass man nur die Innenringe irgendwie verspannen muss bei den Kugellager, weil man kann noch nicht die Fußspannung einstellen, das geht gar nicht. Clasht man halt die Mutter an und nachher biegt man den Bügel drüber, dass halt die Mutter von selber nicht mehr aufgeht und fertig. Also sagen wir so, das passt wohl auch. Das Futter ist relativ streng aufgegangen, das heißt die Bohrung oder halt die Passung fürs Bockenfutter war eher im oberen Toleranzbereich. Und was man unbedingt machen sollte, das ist eben dieses Gehäuse überarbeiten. Das Gehäuse war bei mir teilweise extrem schlecht entgratet, sodass da diese Beilagscheiben von diesen Klemmschrauben überhaupt nicht schön aufgelegen sind. Es hat da die Unterseiten und da die Planseiten, die waren eben so schlecht verarbeitet, dass da teilweise Marken und Grate oben waren. Dadurch ist nachher das ganze Konstrukt natürlich schief, sodass man das Ganze eben ausrichten muss. Aber wenn man das Ganze wirklich, also ich habe da die ganzen Grate mit so einem kleinen Dremel eben überarbeitet, sodass da die Beilagscheiben wirklich schön aufliegen. Und die Unterseite, da muss man sich halt echt die Mühe machen, dass man das entweder noch einmal planfräst, oder man geht her und tut das Ganze schön abschleifen. Das gleiche ist innen drin mit der Bohrung. Also die Passung hat gepasst. Die war sehr präzise gefertigt. Das hat mich wirklich gewundert. Aber das Problem war halt einfach, dass da wieder einige Marken drin waren, wodurch nachher die Pinole bzw. die Hülsen von dieser Drehspindel einfach nicht schön eingegangen ist. Ja, aber wenn man das Ganze schön entkratet, nachher funktioniert das Ganze ganz gut. Ja, soweit eigentlich zur Mechanik. Was habe ich sonst noch gemacht? Hinten habe ich noch die zweite Z-Achse montiert. Da sieht man da, glaube ich, den Motor, hoffe ich halt. Nachher da eben das Zahnradl, eben für die Antriebsspindel. Wie gesagt, da kommt eben ein Servomotor. Das ist ein 1 kW Servomotor von C&C Technics. Das ist jetzt schon die neue Version. Also wenn man noch den alten 1 kW Servo kennt, dann sieht man da, dass der wesentlich kürzer baut. Das heißt, der würde da sogar perfekt einpassen. Das habe ich eben damals leider nicht gewusst, weil ich habe eben nur den deutlich länger gekonnt, den muss ich eben bei der Emco montiert habe. Aber der Servomotor, den könnte man da sogar schön integrieren. Ich habe das leider nicht gewusst. Das bedeutet, ich muss da hinten noch einen kleinen Anpassatz machen für den 1 kW Servo und da eben noch mit dem Zahnriemen runterfahren. Ist jetzt auch nicht das Problem. Aber natürlich war es schöner, wenn der Servo da drin wäre, weil nachher wird er eben schön mit der Luftkühlung, die was auf der Hinterseite eben mit zwei PC-Lüftern realisiert ist, gekühlt werden. Und man würde ihn auch nicht sehen. Also es wird optisch einfach einen schönen Abschluss machen. Ja,
Das war es einmal zur Mechanik. Also die Sachen sind, wie man sieht, fertig. Und jetzt schauen wir uns einmal die Steuerung an. Also wie man sieht, verwende ich die große Interface-Platine von C&C Technics. Das kommt eben aus Deutschland. Oben Huckepack, das ist die ESS. Die verwende ich mittlerweile schon seit mehreren Jahren. Das bedeutet, dass bei mir nicht Mach 3 oder Mach 4 Schritt und Richtung erzeugt, sondern eben die kleine Karten da. Da sind eben meine Ausgänge für die 6 Achsen, die was ich verwenden will. Das Ganze werde ich so einfach wie möglich installieren. Das heißt, ich werde die originalen Buchsen verwenden. Da habe ich eben schon die Kabel dafür. Und da sieht man dann eben die Stecker, die was noch in das Steuerungsgehäuse reinkommen. Stromversorgung, da habe ich mir eben aus China so eine Verteiler bestellt, die was nachher eben zu den Motoren gehen. Das ist das Netzteil, das ist ein relativ großes, 48 Volt, 21 Ampere, also da ist schon ein Soft dahinter. Und getrennt für die Steuerung bzw. für die Endschalter habe ich noch ein eigenes starkes 24 Volt Netzteil. Da sieht man die Verteilungselemente für die Endschalter. Das habe ich auch aus China bestellt. Die Solid-State-Module sind zwar aus China, aber sind halt ein bisschen andere Geschichte. Die sind nachher für schaltbare Steckdosen und so eine Geschichten. Und für die Gegenseiten, das heißt, das ist nachher das Kastel, das was nachher bei der Drehmaschine installiert wird. Da fahre ich nachher ganz normal mit dem Ethernet-Kabel zu und kann nachher da schön die einzelnen Kontakte abgreifen. Da sieht man nachher noch die Endstufen für den großen Servomotor, also für einen 1 kW Servo. Das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, das ist komplett die gleiche Endstufen, die was ich bei meiner MCO habe. Da hat man da oben auch die Möglichkeit, dass man die Sachen relativ einfach parametriert, beziehungsweise dass man auch sehr viel manuell einstellt. Ja, dann haben wir noch einen normalen Stecker, das sind eben die für die Endschalter bestellt. Und dann sind wir schon fertig, also auf die GMC Servos bzw. auf die GMC Closed Loop Systeme gibt nachher eben das Gegenteil auf, dass eben mit der Steuerleitung nachher direkt von meinen Schaltkosten zu die Servos oder zu die Closed Loop Stepper umkomme. Das heißt, ihr braucht da kein Kabel löten oder irgendwas. Das wird ganz normal installiert. Dann stecke ich eben mein Ethernet-Kabel an und dann bin ich fertig. Das ist jetzt einmal ein Plan. Ich hoffe, dass das Ganze eben so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die ganzen Bauteile, wie man sieht, die sind eigentlich relativ schön verarbeitet. Also ich habe mir da eben über AliExpress jetzt nicht unbedingt den billigsten Hersteller ausgesucht, sondern eben einen, der was wirklich sehr gute Referenzen hat. Ja, und dann schauen wir mal, ob das wirklich alles so Plug and Play ist, wie man das vorstellt. Und das war es eigentlich schon wieder für das Video. Ich werde jetzt noch kurz zwei Varianten einblenden. Das ist einmal ein Schaltkasten in der Größe, wenn ich jetzt quasi das Netzteil oder beziehungsweise die zwei Netzteile komplett bei der Steuerung installieren würde, was ich aber eigentlich nicht will. Das bedeutet, ich will das Ganze so machen, dass die Steuerung extra ist und eben noch an das Netzteil, das große für die Motoren, dass das quasi direkt bei der Drehmaschine ist. Vielleicht kriege ich das Ganze sogar in den Spindelkasten rein. Mit einer vernünftigen Kühlung,
dass ich nachher wirklich nur ein sehr kleines Gehäuse habe für die Steuerung und dass ich nachher das Teil, weil das eigentlich alles relativ modular aufgebaut ist, auch für verschiedene andere Projekte von mir hernehmen kann. Das war mir ehrlich gesagt das Liebste. Ja, und das war es eigentlich schon wieder für das Video. Und ich hoffe, wenn euch das alles so gefallen hat, dass wir uns nachher beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, ciao!